Wir widmen uns heute ganz bewusst im 70. Jahr des Grundgesetzes einem elementaren Menschenrecht, nämlich dem Recht auf Meinungsfreiheit. Sollte jeder so sprechen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Land auf, Land ab wurde unser Grundgesetz ja in zahllosen Feierstunden gepriesen. Und mit Recht wurde das Grundgesetz gepriesen. Insbesondere seine Grundrechtsartikel beinhalten all das, was ein freiheitliches und ein würdevolles Leben ausmacht. Und all das, was für jede Demokratie absolut unverzichtbar ist. Nicht nur auf dem Papier sind unsere Rechte schwarz auf weiß zu lesen, sondern sie wurden durch die zahllosen Geburtstagsreden, die der ein oder andere ja mitbekommen hat, vom Bundespräsidenten über die Kanzlerin bis hin zu den Kirchenoberen, wurden diese Rechte ja nochmals bestätigt und gelobt. Leben wir also in einer wunderbaren Demokratie. Der Grundrechtsartikel 5 manifestiert für jedermann, seine Meinung frei äußern zu dürfen, und darin heißt es, ich zitiere das ganz bewusst noch, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift, Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film wird gewährleistet. Und in Absatz 3 heißt es zudem, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Damit haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes 1949 das aufgenommen, was bereits im Jahr zuvor in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 postuliert wurde. Denn dort steht zu lesen, jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über die Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Also, meine Damen und Herren, alles gut? Mitnichten. Wie kommt es sonst zu Schlagzeilen der letzten Wochen, wie zum Beispiel immer mehr Tabuthemen, FAZ, Landschaft voller Tabugebiete, Cicero, große Mehrheit der Deutschen beklagt Sprechverbote, Junge Freiheit, Mehrheit vermeidet öffentliche Aussagen zu vermeintlichen Tabuthemen, die Zeit. Wir sind ein Volk von Flüsterern geworden, gefällt mir übrigens besonders gut. Tischis Einblick oder bei der Meinungsfreiheit droht ein Sozialismus Leid. Die Welt, Leid ist schon untertrieben. Eine im Mai veröffentlichte Allensbach-Umfrage hatte die Medien ganz offenkundig aufgerüttelt, wenigstens etwas. Danach haben nahezu 2/3 der Befragten das Gefühl, man müsse im öffentlichen Raum sehr aufpassen, was man sage. Wie aber, meine Damen und Herren, kann das sein in einem Lande, in dem man sich immer wieder für seine Toleranz tagtäglich selbst feiert? Dem wollen wir mit unserem heutigen Kongress nachspüren. Unser Kongress wurde geplant, als es diese Umfrage von Allensbach mit ihrem dramatischen Befund, wie ich finde, für unsere Demokratie noch nicht gegeben hat. Denn bereits seit Jahren ist zunehmend für jeden erkennbar, der aufgeschlossen das Miteinander der Menschen wahrnimmt, der die Berichterstattung diverser Medien konsumiert und Postulate aus Politikermund verfolgt, dass die uns allen garantierte Meinungsfreiheit sich nicht in einem weiten Feld frei entfalten kann, sondern in einem immer enger und enger werdenden Korridor am Verkümmern ist. Leibhaftig erfahren das selbst Künstler und Hochschullehrer, obwohl sie eigentlich unter einem doppelten Schutz unseres Grundgesetzes stehen, nämlich dem der Meinungsfreiheit und zudem der Garantie der Freiheit der Kunst oder der Freiheit von Forschung und Lehre.
Wenige Beispiele machen das deutlich. Maler wie Axel Krause, Schriftsteller wie Uwe Tellkamp oder Professoren wie Jörg Barbarowski erleben geradezu existenziell, dass ihre Kunst, ihre Lehrtätigkeit überhaupt nichts zählt, wenn sie eine Meinung vertreten, die nicht dem Mainstream entspricht. Diese Namen signalisieren aber nur die Spitze des Stigmatisierungspotenzials in unserem ach so toleranten, gepriesenen Deutschland. Es reicht übrigens von der Kontokündigung, die mir wahrscheinlich auch bevorsteht, über den Arbeitsplatzverlust bis hin zum nicht nur subkutanen Rufmord. Und das ist das Tragische. Zu viele Medien wirken daran fleißig mit, sei ihnen ins Stammbuch geschrieben. Der jüngste Befund von Allensbach bestätigt also nur etwas, was zahllose Menschen seit Jahren zunehmend längst mit Sorge beobachten und auch selbst erleben, tagtäglich. Wenn aber die Lebenswirklichkeit der gedruckten Verfassung nicht entspricht, dann ist diese nichts mehr wert als reine Makulatur. Und das, glaube ich, darf man nicht zulassen. Da muss man die Menschen sensibilisieren. Die Referenten des heutigen Tages, die ich sehr herzlich gesondert begrüße, beleuchten diese Thematik aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich danke Herrn Professor Jörg Meuthen, Professor Norbert Bolz, Vera Lengsfeld, die mit etwas Verspätung eintrifft, Dr. Marc Jongen, Dr. Karl-Heinz Weismann und Dr. Nikolaus Fest sehr herzlich, dass sie bereit sind, zu dieser Thematik Stellung zu beziehen und dass sie heute dieses für unsere Demokratie so elementare Thema Meinungsfreiheit aus ihrer jeweiligen Sicht beleuchten helfen. Herzlich willkommen.